Hallo Leute und herzlich willkommen, da sind wir auch wieder zu Let's Play A Game of Dwarves. Meine erste Aufnahme nach dem Urlaub, wie bei den anderen Spielen auch irgendwie, alles so ein bisschen. Und wir machen da weiter, beim letzten Mal aufgehört haben, nämlich hier in der Kampagne. Und ich glaube, wir waren hier unten. Ja. Gehen wir doch direkt mal dahin. Nach dem Ladebildschirm. Und dann schauen wir mal, wo wir hier stehen geblieben waren. Ich glaube, wir haben irgendwie was hier, Rohstoffe gefarmt oder irgendwie sowas. Bin mir nicht mehr ganz sicher. Oh, ist noch ein bisschen laut. Drehen wir mal ein bisschen leiser. Oh, das sieht ja dekorativ aus hier. Hatte ich so gar nicht in Erinnerung. Und wir haben hier massenweise Steine und Holz. Und warum macht es hier immer Pling? Wir haben zwei Punkte, die wir gerade nicht ausgeben können. Da müssen wir nämlich noch hin hier. Ach ja, wir mussten ja hier noch Barrikaden und sowas bauen. Das lief ja alles nicht so toll. Aber ansonsten ist hier ja recht schön. An Gold fehlt es uns ein bisschen. Ich würde sagen, wir verkloppen als allererstes mal Holz. Hier so. Holz. Ja, ein bisschen geht noch. Oh, noch ein paar Steine. Noch ein paar mehr Steine. So sieht gut aus. Der hier, den mag ich überhaupt nicht. Der wirklich unauffällige Typ. Ist mir ein bisschen unsympathisch. Okay, wie sah es weiter hier unten aus? Da hat man ja den da. Daraus befreit. Aus der Tür. Ach ja, und hier war der fette Endboss-Magier. Und hier hat man, glaube ich, so ein Zwischending richtig eingebaut. Wo 10 Soldaten, beziehungsweise unser König natürlich noch positioniert sind. Und an der Stelle bauen wir jetzt einfach als erstes mal hier noch so ein paar Brücken. So, dann kommen wir da unten zwar nicht mehr ran, aber das ist nicht so wichtig. Hier kann man dann immerhin solche Statuen bauen, die wir hier beim Militär finden. Ja, direkt mal richtig was ausgeben. So, und dann kann der hier mal kommen und das alles zusammenzimmern und hoffentlich verbaut er sich da nicht. Wenn nicht, muss er das später bauen. Dann können die nämlich alle trainieren. Da kommt er schon. Ach ja, wir hatten ja hier die Zwerge laufen schneller Upgrade. Auch immer sehr praktisch. Und der baut die auch rasend schnell, so wie es aussieht. Und wird aber auch rasend schnell müde. Gott sei Dank sind ja auch Betten in der Nähe. Und wir waren hier unten am Abbauen. Da können wir ja direkt mal noch ein bisschen was mitnehmen. Das da brauchen wir auch. Wir müssen aber noch einen Ork-Anführer und einen Goblin-Anführer finden und besiegen. Da könnte theoretisch hier was sein. Oder da, da unten. Prinzipiell eigentlich überall. Was die ganze Sache nicht unbedingt einfacher macht halt. Na, hier war drehen. Und der hat den da hinten natürlich eingebaut. Warum trainierten die jetzt hier nicht? Achso, man muss die hier wahrscheinlich abziehen.
Und dann können die auch trainieren. Sehr gut. Ja, dass die alle so durcheinander glitschen, tut mir natürlich ein bisschen leid, aber kann ich jetzt auch nicht ändern. Da hat was Pling gemacht. Was war das jetzt? Ein Level-Up oder sowas? Ich weiß es nicht. Wir haben auf alle Fälle 3 Punkte. Auch mit denen können wir noch nichts groß anfangen. Ach so, das könnte hier halt nein, weiter oben. Oh. Oh. Wo ist, hatten sich der König hin verkrümelt? Da kommt er. Den setzen wir mal direkt dahin. Okay, der König kann schon ein bisschen was abscheißen. Die werden uns so zu Brei hauen. Ich denke, wir werden hier ein paar Soldaten verlieren. Kämpfer. Ja, direkt mal upgraden, dass der mehr Schaden macht. Und da haben sie schon, hat er den ersten zerkloppt. Na, so eine Scheiße. Es kann ja aber auch keiner ahnen, dass der da drinne ist. Na, das wird eine Kackfolge, sage ich euch. Der haut die alle so zusammen. Och, scheiße. Haben wir nicht noch mehr? Warum hängst denn du da an der Wand fest? Der ist jetzt abgegradet. Jetzt kommt er auch raus. Da ist mal wieder einer gestorben. Okay, ich würde sagen, das können wir direkt vergessen. Lief ja nicht so. Ich würde sagen, zurück zum Hauptmenü. Nein, wir wollen nicht speichern. Ja, wir wollen wirklich ohne Speichern verlassen. Und laden die Folge einfach nochmal neu. Ich könnte das jetzt rausschneiden und hast du nicht gesehen. Aber wie breche ich denn das jetzt ab? Ach so. Nee, dahin wollen wir. Aber das wäre ja dann fies, weil ihr sollt auch mal sehen, es kann auch mal scheiße laufen. Los, lade etwas schneller. Sehr gut. Dann sind wir direkt wieder hier. Können direkt wieder hier runter. Und neue Brücken bauen. So. Ah ja, da sollte eigentlich keine hin, aber die kann man ja noch wegnehmen dann. Kommt direkt wieder weg. Und dann müssen wir hier wieder verkaufen. Ja, da geht noch was. Und auch hier geht noch einiges. So. Und dann können wir hier gleich mal noch ein paar Trainingspuppen wieder hinstellen. Ich will die nicht jedes Mal neu ausrichten.
So, klatsch die hier mal schön wieder hin. Och, doch wieder jedes Mal neu ausrichten. Oh, das ist nervig. So, jetzt müsste der Baumeister auch gleich ankommen und dann alles bauen. Jetzt machen wir das Ganze, das Gleiche. Oder das, ja, das, doch das, was wir gerade gemacht haben, machen wir halt nochmal. Nur eben, ohne sich da lang zu buddeln. So. Was haben wir hier noch Schönes? Das da sieht wertvoll aus, das kann man sich mal noch holen. Titan. Junge, Junge, die kommen ja aber angerannt alle. Du jetzt wahrscheinlich hier vorne. Sieht sehr gut aus. Nee, der hat Hunger. Der ist auf Buddelkurs. Haben wir noch mehr? Nein. Ach, der kann sich hier auch ausbuddeln. So. Und hopp. So, und schon kommen sie nämlich auch wieder raus. So, also werden wir... Halt, Moment, noch höher. Hier erstmal nicht hinbuddeln. So, diesmal speichere ich mal kurz. Ja, wir möchten speichern. Nur um auf Nummer sicher zu gehen. Und dann buddeln wir mal hier rüber. Ach so, ja, und die müssen hier natürlich... damit die alle fleißig trainieren. Hierher wollte ich. Da kommt auch direkt schon einer angerannt. Und die steigen jetzt alle schön auf. Auch sehr gut. Also hier wollen wir noch nichts erkunden, haben wir schon festgestellt. Das ist gut, da kommt erstmal keiner hoch. Halt, nein, hier verkaufen wir mal schon mal den ihre Bank. Und die Feuerschale. Und den Waffenständer. Ein orkischer Krieger der Nordstämme. Die haben auch mal eine andere Farbe und so ein, ich will jetzt nicht sagen Orkschädel auf dem Rücken, aber irgend sowas in die Richtung ist es schon. So, dann hauen wir das ganze Zeug da raus. Wie sieht es bei dir gesundheitstechnisch aus? Ja, ist in Ordnung. Sollt ihr eigentlich alles schaffen, hier das wegzubekommen? Ja, die sind da gefangen, das ist auch gut. Sicherlich nicht die beste Art. Nobel schon gar nicht. Und wir setzen hier einfach mal eine Leiter hin. Man könnte natürlich auch Brücken hochziehen, aber so können die Zwerge wenigstens immer da hin und her laufen. Und wenn der Hunger bekommt, kann der da auch raus und so. Das ist dann ein bisschen besser. Ah, da geht jetzt dahin, das noch abbauen. Okay, das hätte ich gar nicht wegreißen müssen, weil er da auf der Leiter stehen kann. Und da er schon nicht mehr stehen kann. Und jetzt bekommt er Hunger. Toll. Aber Gott sei Dank ist hier schon neuer. Okay, hier gibt es ansonsten auch nichts weiter. Gut.
Mir ist auch gut, dass wir ein bisschen mehr investiert haben in die teuren Trainingspuppen. Die halten ein bisschen länger, die bringen ein bisschen mehr Erfahrung. Da sollte man dann auch nicht zu geizig sein. Jetzt stellt sich mir die Frage, wie viel haben wir von was? Wir orientieren die jetzt schon mal. Hier machen wir noch einen Kämpfer draus. Und hier noch einen Kämpfer. Und einen Speerwerfer. Und dann von mir aus hier noch einen Speerwerfer. So. Jetzt haben wir hier 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Okay, sind alle hier. Ich wollte nur gucken, dass ich auch ja alle erwischt habe. Ja, die steigen jetzt auch alle direkt schneller auf. Oh, die bekommen gleich mal das Doppelte an Erfahrung jetzt. Das ist ja mal richtig geil. Das muss ja jetzt nur so nach oben rattern. Und wir machen aus den ganzen Kämpfern nochmal Schildträger, ob euch das passt oder nicht. Die Berserker finde ich, weiß ich nicht so. Die hier halten länger durch. Das ist halt wichtig, dass die lange durchhalten, weil die ja vorne stehen. Oh, hier ist noch einer. Da machen wir noch einen Speerwerfer draus. Was soll's. Ich glaube, wir haben jetzt 1, 2, 3, 4, 5 Speerwerfer, 4 Nahkämpfer. Der König ist auch ein Nahkämpfer. Dann passt das schon. Jetzt weiß ich nur nicht, ob ich aus den die 5 Speerwerfer, was das werden soll, ob das dann nachher hier Dingens werden sollen, die komischen Scharfschützen oder was das ist, oder ob das hier Dynamitstangentypen werden. Vielleicht eher Scharfschützen. Wenn wir dann so viele Nahkämpfer dran haben, ich weiß nicht, ob die dann nicht auch Schaden durch so eine Dynamitstange kriegen. Das klingt zwar weit hergeholt. Ach, wir machen von jedem was. Läuft doch prima. Du musst gar nicht so weit weglaufen, wir gehen bestimmt bald welche kaputt. Behaupte ich jetzt einfach mal. Da ist schon einer kaputt. Direkt nachbauen. So, schön hier halt, hierher wollen wir, schön hier auf Masse gehen. Was Anzahl Trainingspuppen betrifft, kann man nie genug haben. Die Frage ist, auf welches Level müssen die wo, um da jeden den Typen halbwegs vernünftig zu bestehen. Ich wollte gerade sagen, und die nächste Frage wäre, wo kriege ich noch Eisen her? Aber das sieht ja hier ganz gut aus. So stellenweise zumindest. Die können wir ja da dann wieder rausholen. Was ist denn los hier? Es wäre jetzt schön hier, wenn der Rest mal auch noch aufsteigen würde. Hier die Stufe 9 und 10er. 8 und 9er meine ich. Machen wir noch einen Schütze. Der hat es auch bald geschafft. Noch einmal ordentlich zuschlagen. Sehr gut. Und da ist er Stufe 10. Und wir können ihn einen Plus verpassen. Ab zum Schildträger. Ob jetzt degradiert oder befördert, das möchte ich bitte euch überlassen.
So, so. Jo, du baust auch noch fleißig ab. Wir können alles an Eisen gebrauchen, was ihr auch finden könnt, liebe Zwerge. Okay, der braucht hier definitiv noch Brücken. Noch ein paar Brücken. Und gleich ist es ja wieder soweit zum Thema Abklingzeit. Oh, das hat sich gereimt, Wahnsinn. So, dann kann der nämlich auch futtern gehen. Und wir schauen mal hier runter zu unseren Kämpfern. Ja, hier hat sich das nämlich auch schon wieder ganz schön gelichtet, was hier die Trainingspuppen angeht. Da fülle ich jetzt mal keine auf, weil dann kommen sie an die nicht ran. Das ist dann genauso ein bisschen nutzlos. So, ich habe hier 1, 2 Fernschützen. Und hier haben wir noch 3 Speerwerfer. Also, jetzt gibt es gleich noch einen Speerwerfer hier. Mal gucken. Nein. Der schon bald. Der hat er auch noch nicht. Dann beobachten wir einfach mal den hier. Wie sieht es bei dem aus? Ah, der braucht auch noch ein ganzes bisschen. Aber der hier nicht. Der muss noch 3-mal werfen, 2-mal werfen. Und treffen. Für Erfahrung. Und jetzt noch einmal. Und da hat auch er es geschafft und wird zum Schützen befördert. Die anderen beiden werden dann Grenadiere. Dann passt das schon. Und dann haben wir diese Folge nicht sonderlich viel geschafft, weil wir ja irgendwie so nach 7-8 Minuten das Ganze nochmal neu starten mussten. Ist ein bisschen unglückliche Laufen, tut mir leid. Ich hoffe, ihr hattet trotzdem Spaß daran. Freut mich, dass ihr zugeschaut habt. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag und sag an der Stelle einfach Tschüss, bis zum nächsten Mal.